Das ist eine Spinne. Und das ist ein Herzinfarkt. Aber was hat eine Spinne mit einem Herzinfarkt zu tun? Wo ist da die Verknüpfung? Dr. Thomas Scheibel ist Professor für Biomaterialien an der Universität Bayreuth und forscht zu Naturmaterialien auf Basis von Proteinen, um sie für den Menschen nutzbar zu machen. Hallo Thomas. Hallo. Thomas, woran forscht ihr hier in eurem Labor? Wir beschäftigen uns mit Biomaterialien. Das sind Materialien, die man im, an dem Körper einsetzt. Und bei uns die Spezialität ist, dass die Biomaterialien auch noch aus der Natur kommen. Also das heißt alles Bio. Und sag mal, Thomas, hast du denn gar keine Angst vor Spinnen? Ach, überhaupt nicht. Das sind doch die süßesten Kuscheltiere, die man sich vorstellen kann. Aha. Man munkelt, dass Spinnen Herzinfarktpatienten das Leben retten können. Aber was genau passiert bei einem Herzinfarkt? Es werden einzelne Blutgefäße im Herzen verstopft. Somit können diese nicht mehr mit Blut und Sauerstoff versorgt werden. Die betroffenen Herzzellen sterben ab und eine Narbe bleibt zurück. Das beeinträchtigt die Funktion des Herzmuskels, kann weitere Infarkte zur Folge haben und die Lebensdauer verkürzen. Ein Herz kann man nicht reparieren. Niemand weiß, wie das geht. Es ist meistens zu spät. Aber bleiben wir beim Thema. Können uns Spinnen nützlich sein? Spinnen produzieren Netze, die außergewöhnliche Eigenschaften haben. Man sieht es hier, wir haben hier, das sind 30 Spinnennetze, die wir in so einem Badmintonschläger eingewickelt haben. Und man kann mit diesem Schläger richtig Badminton spielen. Gab es da nicht noch ein anderes Beispiel? Der Regierungsflieger, unsere Bundeskanzlerin, hatte mal ein Problem und musste vollgetankt notlanden. Wenn man jetzt da ein Spinnennetz aufgespannt hätte, hätte man diesen Flieger ganz locker zum Stehen bringen können. Und alles, was man gebraucht hätte für so ein Jumbo-Jet zum Beispiel, ist ein daumendickes Seil aus Spinnenseite. Das reicht völlig aus. Wow, und was war da noch mal mit Aristoteles? Die zweite Eigenschaft der Spinnenseite ist, dass es eine keimfreie Oberfläche darstellt. Und das kann man sich in der Medizin sehr gut zunutze machen. Aristoteles war einer der Ersten, der das beschrieben hat, dass man ein Spinnennetz als Wundabdeckung benutzen kann, praktisch als natürliches Pflaster. Diese Keimfreiheit in Kombination mit der mechanischen Stabilität macht die Spinne so außergewöhnlich. Das wäre natürlich alles schön und gut. Wir könnten Spinnenseide en masse produzieren und tolle Hautcremes, Shampoos, Turnschuhe und sogar Beschichtungen für Silikonimplantate herstellen. Selbst die Bundeskanzlerin könnten wir sicher zu Boden bringen. Wäre da nur nicht ein klitzekleines Problem? Sag es ihnen, Thomas. Spinnen sind eigentlich Kannibalen. Das heißt, in der großen Zucht fressen die sich gegenseitig auf. Die Produktion mit Spinnen wurde sehr schnell ad acta gelegt. Das hat nicht geklappt. Na toll. Und was machen wir jetzt? Man musste sich dann im Zeitalter der Biotechnologie etwas anders überlegen, also einen anderen Wirt suchen, der diese Spinnenseitenproteine herstellt. Und das Einfachste ist es, mit Darmbakterien zu machen. So haben wir einen Prozess entwickelt, in dem wir jetzt Spinnenseidengene, also die Erbinformation der Spinne, so angepasst haben, dass Bakterien diese Information ablesen können und dann die Spinnenseidenproteine produzieren konnten. Im Laufe der Jahre ist es uns gelungen, mit Hilfe dieser biotechnologisch hergestellten Spinnenseidenproteine eine Faser herzustellen, die jetzt der natürlichen Faser nichts nachsteht. Okay, aber so einfach wie das jetzt klingt, war das sicher nicht. Oder? Der Hintergrund ist der, dass so eine Erbinformation verschlüsselt vorliegt und unterschiedliche Organismen und verschiedene Codes verwenden. Und es war relativ schnell klar, dass der Code, den die Spinne verwendet, nicht von Bakterien gelesen werden kann. Wir mussten also die Bakterien austricksen. Und dafür haben wir uns eine Methode zunutze gemacht, die uns erlaubte, diese Bausteine jetzt künstlich zusammenzufügen, um wieder eine Erbinformation zu erhalten, die die Bakterien nutzen können. Und wenn man sich das mit Lego mal anschaut und so einen Baustein nimmt und immer ein kleines dazwischen, dann stellt man schon fest, man kann zwar hohe Türme bauen, aber die sind sehr wackelig, die sind mechanisch nicht stabil. Was wir also machen mussten, ist im Endeffekt dieses Lego-Prinzip jetzt für Moleküle zu entwickeln. Das heißt, dass wir Bausteine nahtlos ineinander setzen können, ohne dass wir irgendwelche Verbindungselemente benötigen. Und so ist es uns dann gelungen, in den Bakterien die Spinnenseidenproteine zu produzieren. Das klingt natürlich alles sehr spannend, aber wie genau kann man die Spinnenseide nun bei einem Herzinfarktpatienten einsetzen? Man platziert die Herzmuskelzellen zusammen mit dem Gerüst drumherum. In unserem Fall ist es dann aus Spinnenseide. Dieses Gerüst muss mechanisch dieser Belastung standhalten. Es muss den Zellen die richtige Umgebung geben.
Und wenn das gut funktioniert, dann, so ist der Traum, kann man eben defekte Herzmuskelbereiche damit ersetzen. Als allererstes machen wir das so ein bisschen anders. Da wird noch gar nicht das defekte Gewebe entfernt, sondern wir setzen einfach einen sogenannten Patch, also wie so eine Art Pflaster, obendrauf mit Herzmuskelzellen, und die unterstützen dann den Rest des noch aktiven Herzmuskels beim Schlagen. Das klingt und sieht ja nach Science Fiction aus. Was denkst du, wann wird diese Biotechnologie tatsächlich in den Kliniken eingesetzt? Also man muss davon ausgehen, dass es 15 bis 20 Jahre schon noch dauern wird, bis sowas wirklich funktionell in den Kliniken ankommt. Das ist in der Tat noch lang. Aber ich kann ja jetzt schon damit anfangen, netter zu spinnen zu sein. Thomas, eine letzte Frage. Bist du der Spider-Man? Echt jetzt?